Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 11888. Nach den TTIP-Leaks ist das öffentliche Vertrauen in das transatlantische Freihandels- und Investitionsabkommen vollkommen zerstört. TTIP muss ausgesetzt werden. Ich eröffne die Aussprache und als erster Redner hat für die antragstellende Fraktion der Piraten Herr Dr. Paul das Wort. Vielen Dank, verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer. Vor etwa 4 Jahren ist das hinter verschlossenen Türen ausgehandelte ACTA-Abkommen am zivilen Widerstand in ganz Europa gescheitert. Aber ACTA war gestern, TTIP, CETA und TISA sind heute. Die transnational operierenden Großunternehmen und ihre Buddies versprechen bedeutende Arbeitsplatzgewinne und Wachstum. Wir Kritiker hingegen warnen vor der Aushöhlung von demokratischer Entscheidungsfindung, vor dem Absenken von Daten-, Verbraucher- und Arbeitnehmerschutzstandards. Auf die Gefahren, die von TTIP für Demokratie und Rechtsstaat ausgehen, haben wir im Landtag auf unsere Initiative hin schon mehrmals debattiert. Aus landespolitischer Sicht kann man TTIP nur ablehnen. Es muss davon ausgegangen werden, dass TTIP schwerwiegende Folgen für die nordrhein-westfälische Demokratie, regionale Unternehmen und die kommunale Familie hätte. Die Piraten lehnen TTIP ab. Basta! Jetzt ist es mit den veröffentlichten Verhandlungsinhalten, den sogenannten TTIP-Leaks, wieder zivilgesellschaftlicher Courage zu verdanken, dass wir endlich Klarheit haben. Es wurde, wie befürchtet, die ganze Zeit am Gemeinwohl der Europäer vorbeiverhandelt. Und wieder braucht es den beeindruckenden Einsatz von Whistleblowern, damit die Öffentlichkeit erfährt, wie ihre Interessen in Hinterzimmerverhandlungen verkauft werden. Wir Piraten fordern deshalb seit langem einen gesetzlichen Whistleblower-Schutz, idealerweise auf EU-Ebene, notfalls auch auf Landesebene. Doch die EU bewegt sich gerade in die entgegengesetzte Richtung. Die jüngst beschlossene Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen ist eine versteckte Whistleblower-Kriminalisierungsrichtlinie. Die EU-Richtlinie verschärft das bereits bestehende gewaltige Machtgefälle zwischen Whistleblowern und Großunternehmen. Dieses Vorgehen vernichtet weiteres Vertrauen in die Europäische Union und ihre Institutionen. Denn die Qualität unserer Demokratie misst sich nicht zuletzt daran, wie wir diejenigen behandeln, die unter Gefahr für das öffentliche Interesse eintreten. Auch wenn die SPD-Fraktion im Europaparlament der genannten Richtlinie zugestimmt hat, darf man einem SPD-Kollegen auch mal Anerkennung zollen. Lieber Herr Kollege Tönz, eine der kritischen TTIP-Stimmen in der SPD hat nun auch offen gegen die von oben verordnete Pro-TTIP-Linie rebelliert und von überschrittenen roten Linien gesprochen. Lieber Markus Tönz, das ist dein Applaus von den Piraten. Das begrüßen wir also. Ein gesamtparteiliches Umdenken wird in der SPD hoffentlich bald einsetzen. Das Vertrauen der Menschen in die eigenen Verhandlungsführer, also in die EU-Kommission, ist zerstört. Das ist das Ergebnis der Politik der Intransparenz. Und wir sollten an der Stelle auch berücksichtigen, dass dieser Vertrauensverlust Verwesungsprodukte am politischen rechten Rand hervorruft, die wir alle nicht wollen. Auf dieser Basis also kann es keine weiteren Verhandlungen geben. Und wir Piraten bleiben dabei. Die TTIP-Verhandlungen müssen beendet werden, ohne Wenn und Aber. Es gibt doch ein Aber. Es braucht einen kompletten Reset, einen Neustart. Transparent, demokratisch legitimiert und gemeinsam mit der Zivilgesellschaft. Und wenn das nicht geht, dann darf es kein Handelsabkommen mit den USA geben. Zum Schluss noch ein Signal an die ganz offensichtlich gamma-verstrahlten Alpha-Wölfe aus der FDP. Bei TTIP gibt es keinen Beta-Test. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Paul. Für die SPD-Fraktion hat jetzt Herr Kollege Tönz das Wort. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Präsidentin,
Man kriegt ja selten Lob von der Piratenfraktion für das, was man öffentlich äußert. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie am Ende meiner Rede noch so viel Lob für mich haben, wie Sie es zu Beginn hatten. Kommen wir mal drauf zurück. Freihandelsabkommen grundsätzlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind ja nicht des Teufels. Freihandelsabkommen können dazu dienen, Globalisierung und Handel den richtigen Rahmen zu geben. Aber die Frage ist, was ist der richtige Rahmen in dem Zusammenhang? Und die Frage ist, was wurde eigentlich veröffentlicht? Und da muss ich dann auch sagen, es war für mich nicht neu. Ich glaube, ich bin hier der Einzige im Raum, der sagen kann, dass es nicht neu war, weil es nämlich deshalb nicht neu war, weil ich den Leseraum in Brüssel betreten darf und das auch tue. Und dieser Verhandlungsstand, den kannte ich. Ich habe immer gesagt, wenn das so ist und wenn das so bleibt, wird es kein TTIP geben. Deshalb ist das auch keine neue Haltung von mir gewesen. Aber warum wurde das veröffentlicht, was da veröffentlicht wurde? Und da kann man auch eine Antwort drauf geben. Es gibt ja nicht wenige, die sagen, das waren Insider der Europäischen Kommission, weil die sich einfach massiv über den Verhandlungsstand geärgert haben, weil sie nicht weiterkommen in der Frage, was denn da verhandelt wird. Und das hat viel damit zu tun, dass die Haltung der US-Seite eine knallharte Haltung ist, die überhaupt nicht übereinstimmt mit den Forderungen und mit den Überzeugungen, die wir in Europa oder in Deutschland haben. Und dann sage ich an dieser Stelle ganz deutlich, mit dieser Haltung, und da will ich ganz gerne mal unseren Bundeswirtschaftsminister zitieren, passt ganz gut an der Stelle. TTIP, so wie es sich die Amerikaner vorstellen, darf und wird es nicht geben. Das will niemand, hat er gestern gesagt in der Bundestagsdebatte. Und genau so ist das. Wenn das so kommt, und das habe ich meiner Partei auch empfohlen, wird es keine Zustimmung der Sozialdemokraten geben. Dann wird es keine Zustimmung der Sozialdemokraten geben. Und das hat eine Basis. Wir haben einen Parteitagsbeschluss zuletzt noch im Dezember 2015 bekräftigt und angeschärft, indem wir deutlich machen, wir wollen keine privaten Schiedsgerichte. Wir wollen einen internationalen Handelsgerichtshof. Wir wollen keine regulatorischen Maßnahmen. Wir wollen Demokratie sichern. Wir wollen keine Einschränkung vom Verbraucherschutz oder Vorsorgeprinzip, weil das nicht in die europäische Verfassung, in die europäische Gesamtgesellschaft passt. Und so ist das zum jetzigen Zeitpunkt nicht zustimmungsfähig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt will ich auf Ihren Antrag eingehen, weil das nämlich, glaube ich, ganz interessant ist. Sie schreiben in der Überschrift, TTIP muss ausgesetzt werden. Das würde für ein Moratorium sprechen, dem könnte ich mich ja noch anschließen. Aber Sie sagen dann in Ihrer Forderung, und ich finde es sehr widersprüchlich, dass der Landtag fordert die Landesregierung dazu auf, sich auf allen politischen Ebenen für ein Ende der aktuellen TTIP-Verhandlungen und einen demokratisch transparenten, zivilgesellschaftlich getragenen Neustart einsetzen. Neustart heißt, und Sie sagen Ende, Abbruch. Und da sage ich Ihnen an dieser Stelle ganz deutlich, das ist ein Widerspruch einmal in Ihrem Antrag und es ist auch politisch naiv. Ist politisch naiv. Wenn einer glaubt, dass bei dem Verhandlungsmandat von 28 Mitgliedstaaten und bei einem Verhandlungsmandat, das mit den USA man sich verständigt hat, man will verhandeln, glaubt, dass man auf diplomatischem Wege jetzt mal sagt, jetzt machen wir aber Stopp und dann kommen wir in Neuverhandlungen, das halte ich für politisch naiv und auch nicht für durchführbar. Wofür ich allerdings plädiere, ist für eine Verhandlungspause, weil deutlich geworden ist, dass die amerikanische Seite ja nicht ernsthaft verhandeln will. Hier muss man unseren Freundinnen und Freunden auf der anderen Seite des Atlantiks auch mal deutlich sagen, Freunde, so wird das nichts. Und weil das so nichts wird, brauchen wir eine Pause. Ich fordere eindeutig ein Moratorium. Und dann will ich noch eine Bemerkung machen, was ich für vollkommen schädlich halte an dieser Stelle. Und das geht auch Richtung der Kolleginnen und Kollegen von CDU, die im Übrigen, wie Sie ja wissen, auch 60% ihrer Parteimitglieder sind gegen TTIP oder sehr kritisch eingestellt. Aber wenn wir das nun mal betrachten, da stellen sich Frau Merkel und Herr Obama hin und sagen, das muss bis Ende des Jahres fertig werden. Wir wissen, es gibt kaum konsolidierte Texte. Es gibt eigentlich nichts, was fertig ist. Wie will man bis Ende des Jahres fertig werden? Aber man macht Zeitdruck. Und dann sage ich, dann geht hier Gründlichkeit vor Schnelligkeit, wenn man verhandelt. Und dann geht es darum, es auch richtig zu verhandeln. Und wenn man das nicht will, dann wird man am Ende des Tages vielleicht zu einem Abbruch kommen.
Ich sage aber, jetzt brauchen wir mehr Zeit und man sollte sich eine Verhandlungspause gönnen um die Sachen. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Ich will das nur noch mal betonen. Nach meiner Überzeugung, Freihandelsabkommen brauchen Regeln und Leitplanken, um Globalisierung zu steuern. Wer keine modernen Regeln für Arbeitnehmerinnen, Verbraucherinnen und soziale Standards festlegen will, betreibt nach meiner Überzeugung neoliberalen Anarchismus. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Tönz. Und für die CDU-Fraktion spricht jetzt Herr Kollege Hovenjürgen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lieber Kollege Tönz, in Teilen kann ich Ihnen ja zustimmen. Ganz so negativ sehe ich die Dinge nicht, wie Sie sie dargestellt haben. Ich widerspreche aber ganz entschieden dem Kollegen Paul. Ja, wir brauchen einen freien Handel in der Welt und wir brauchen Standards für diesen freien Handel. Und diese Standards kann man nur erreichen, wenn man miteinander spricht. Wer nicht miteinander spricht, wer nicht miteinander verhandelt und nach gemeinsamen Wegen sucht, wird diesen Weg nicht erreichen können. Und dass gerade wir in Nordrhein-Westfalen auf einen freien Handel angewiesen sind, wissen wir mit unseren Unternehmen, und der Wirtschaftsminister wird ja nicht müde, die Hidden Champions dieses Landes zu loben. Und wenn ich diese Hidden Champions als solche behalten will, muss ich ihnen ermöglichen, an den Märkten tätig zu sein. Und an diesen Märkten kann man nur tätig sein, wenn man das in Gemeinsamkeit erreichen kann. Das ist ohne Gespräche nicht möglich, und deswegen ist das Verweigern von Gesprächen das Ende von Möglichkeiten, die man auch erreichen kann, um Standards zu setzen, die jetzt zum Beispiel in den USA nicht gelten. Herr Kollege Hovenjürgen, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Herr Kollege Fricke würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Gerne. Ja, Herr Kollege Hovenjürgen, Sie sprechen von gemeinsamen Standards. Ist Ihnen bekannt, dass es in den USA noch nicht einmal möglich ist, gemeinsame Standards zwischen den 50 amerikanischen Bundesstaaten zu schaffen, gerade in den für unsere Industrie wichtigen Bereichen, etwa Automobil- und Maschinenbau? Und wie soll es dann in TTIP möglich sein, wenn die amerikanische Bundesregierung nicht durch TTIP in diese Kompetenzbereiche der Staaten hineinregieren kann? Ja, lieber Herr Kollege, danke für Ihre Frage, aber ich sage Ihnen auch Gegenfrage an dieser Stelle. Wie soll es möglich sein, gemeinsame Standards zu erreichen, wenn man nicht miteinander spricht? Dann erreiche ich sie gar nicht. Insofern muss man schon miteinander im Gespräch bleiben, wenn man überhaupt etwas erreichen möchte. Die Notwendigkeit, dass gerade die Unternehmen in unserem Land agieren können auf den Weltmärkten, habe ich beschrieben. Meine Damen und Herren, das, was der Whistleblower im Bereich TTIP für Greenpeace dort ermittelt hat, beziehungsweise was durch Greenpeace veröffentlicht worden ist, ist wirklich nicht Neues. Da hat der Kollege Döns auf jeden Fall recht. Das sind die Dinge, die bekannt waren. Das sind die Maximalforderungen der Amerikaner. Unsere Aufgabe ist es, unsere Standards durchzusetzen. Unsere Aufgabe ist es, unserer Regierung deutlich zu machen, den Verhandlungspartnern in Brüssel deutlich zu machen, dass wir Wert auf diese Standards legen und dass in Deutschland Zustimmung nur dann erreicht werden kann, wenn wir diese Standards wahren und wenn wir Gemeinsamkeiten mit den Amerikanern erarbeiten können. Und dies mache ich nicht in einem blinden Anti-Amerikanismus, sondern dies mache ich in Gesprächen, dies mache ich indem ich den Partnern deutlich mache, welche Vorteile diese Standards auch im Verbraucherschutz bringen, was sie für die Menschen bedeuten. Und ich glaube, dafür sind Gespräche zwingend notwendig. Und hier macht es eben keinen Sinn, permanent einfach nur Richtung Amerika zu schimpfen, zu schießen und zu sagen, das ist alles schlecht, alles fürchterlich. Und man lobt dann erstmal die Whistleblower, die dort das endlich zutage gefördert haben. Da frage ich mich, wie ist das eigentlich mit den Whistleblowern, die im Bereich des Silvesterausschusses Informationen gegeben haben? Da suche ich nach Tätern und beim anderen Mal bin ich beim Lob unterwegs. Also wenn ich Transparenz sehe und wenn ich Whistleblower schützen will, dann sollte ich das auch für alle tun, die Öffentlichkeit informieren. Ich finde gut, dass diese Dinge in der Öffentlichkeit diskutiert werden können. Und diejenigen, die in einer massiven und teilweise vollkommen überzogenen Kritik unterwegs sind, und hier spreche ich auch die Grünen an, müssen sich überlegen, mit wem sie denn dort Arm in Arm unterwegs sind. Mit der AfD, mit Donald Trump, mit den Piraten. Meine Damen und Herren, das ist eine nette Gesellschaft, das ist eine nette Gesellschaft, bei der ich sagen kann, ob das zukunftsführend ist für unser Land und zukunftsbildend ist für unser Land, wage ich in Zweifel zu ziehen. Also, sagen wir noch einmal, ich weiß nicht, ob wir im TTIP-Abkommen am Ende Erfolg haben werden. Aber ein Abbruch jetzt
wäre ein Vertun von Chancen. Richtig ist, unsere Wirtschaft, die Wirtschaft unseres Landes, die Wirtschaft in der Bundesrepublik braucht Märkte, die ihr zugänglich sind, damit die Unternehmen hier ihren Export ausüben können und damit unsere Menschen in Brot und Arbeit sind. Unser Land ist am letzten Platz der wirtschaftlichen Entwicklung. Meine Damen und Herren, gerade Nordrhein-Westfalen ist auf freie Märkte angewiesen. Und deswegen bleiben wir im Gespräch mit denen wir Handel betreiben wollen, und sind wir fair im Umgang mit unseren Partnern. Vielen Dank, Herr Kollege Hovenjürgen. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Kollege Engstfeld. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kollege Hovenjürgen. Jetzt lege ich doch mal mein Redemanuskript zur Seite. Also, das Erste. Mit wem streiten wir da überhaupt? Also ich war in Berlin im Herbst mit 250.000 Menschen auf der Straße. Und da habe ich keine AfD und sonstige Leute gesehen. Sondern was ich gesehen habe, waren engagierte Bürgerinnen und Bürger. Ich habe gesehen Greenpeace, ich habe viele Umweltverbände gesehen, ich habe Gewerkschaften gesehen, ich habe den Verband kommunaler Unternehmer gesehen, ich habe Leute von der Mittelstandsvereinigung gesehen. Und ich rede verdammt viel über TTIP. Ich bin auf sehr, sehr vielen Diskussionsforen. Und auch viele aus der Wirtschaft, gerade aus dem Mittelstand, gerade von kleinen und mittleren Unternehmen, sind sehr kritisch zu TTIP eingestellt, weil sie genau wissen, dass am Ende des Tages TTIP, sollte es so kommen, wie es jetzt geplant ist, nur den ganz Großen nützen wird. Und die ganz Großen, da meine ich die Googles und Amazons dieser Welt. Das ist das Erste. Zum Zweiten, was ist wirklich neu? Da habe ich auch eine andere Einschätzung wie Sie. Das Beispiel, was, glaube ich, das am deutlichsten machen kann, ist das mit dem Vorsorgeprinzip, was wir haben. Wir haben hier in der Europäischen Union und in Deutschland das Vorsorgeprinzip. Das heißt, bisher müssen Produkte nachweislich unschädlich sein, um eine Zulassung zu erhalten. Das, was die Amerikaner wollen und das, was sie gerade versuchen durchzudrücken, das, was wir schwarz auf weiß jetzt lesen konnten bei den TTIP-Leaks, ist halt, das bei ihnen geltende Risikoprinzip einzuführen. Das heißt, also das Vorsorgeprinzip durch das Risikoprinzip zu ersetzen. Und das heißt, das Risikoprinzip, dass dadurch Produkte auf dem Markt zugelassen werden, die werden zugelassen, bis nachweislich ein Schadensfall da ist. Und da laufen wir natürlich Gefahr, wenn wir so arbeiten, erstmal alles geht und dann muss man hingehen und einen Schadensfall nachweisen, und erst dann wird ein schädliches Produkt vom Markt genommen und nicht dabei bleiben, wie es jetzt ist. Man prüft vorher, ob ein Produkt schädlich ist, bevor es auf den Markt kommt, und bevor Verbraucherinnen und Verbraucher Schädigungen erfahren. Doch anstatt uns davor zu schützen, wird dieses Vorsorgeprinzip doch gerade billige Verhandlungsmasse. Denn das ist wirklich das Neue, Herr Kollege Hovenjürgen. Wenn ich schon zu Ihnen rede, wäre es schön, wenn Sie mir zuhören würden. Das gebührt sich unter Kollegen so, oder? Vielen Dank. So, ich frage mich, weil ich habe sie mir angeguckt, ich frage mich, wo sind denn die guten Vorschläge der Europäischen Union zur Sicherung des Vorsorgeprinzips? Es gibt nicht eine einzige Zeile in den geleakten Dokumenten, wo die Europäische Union dokumentiert, dass sie gegen die Amerikaner, gegen das Risikoprinzip sich einsetzt. Nicht eine einzige. Und das ist für mich das wirklich Neue an den TTIP-Leaks, wie schlecht offensichtlich die Europäische Kommission gerade mit den Amerikanern verhandelt. Wie schlecht die gerade verhandeln. Die grüne Position zu TTIP ist, glaube ich, eindeutig und klar. Das müssen wir nicht groß diskutieren. Das kann man alles nachlesen. Wir haben mehrere Parteitagsbeschlüsse auf der Bundesebene. Wir haben mehrere Beschlüsse auf der Landesebene. Zuletzt noch Ende April auf unserem Landesparteitag in Neuss. Der Landesvorstand hat eine eindeutige Positionierung gemacht. Und auch wir haben bereits im Februar 2014 auf die Gefahren von TTIP aufmerksam gemacht. Wir haben einen eigenen Fraktionsbeschluss gefasst, der bis heute genauso gültig ist. Der heißt TTIP, no we can't, kein transatlantisches Freihandelsabkommen um jeden Preis. Insofern muss ich das, glaube ich, nicht weiter ausführen, weil auch die Piratenfraktion nickt, dass wir da entschieden der Meinung sind, dass das, was uns da droht, so nicht geht, ist, glaube ich, klar.
Wir werden aber trotzdem den Antrag ablehnen, weil Ihr Antrag fordert die Landesregierung auf, sich auf allen Ebenen dafür einzusetzen, für den Abbruch der Verhandlungen. Ich glaube, die Landesregierung hat deutlich gemacht, wir haben das im Europaausschuss gehabt mit den europapolitischen Prioritäten, wie sie das sieht, nämlich, dass sie gewisse rote Linien hat, wo TTIP nicht zustimmungsfähig ist, die volle Zustimmung von unserer Seite bekommen. Und dass sie halt warten, wenn es ein fertiges Produkt wird, wird sie dann gemeinsam, sind ja zwei Farben, die da am Tisch sitzen, wird sie dann gemeinsam bewerten, ob diese rote Linien unterschritten worden sind und, oder nicht. Das finde ich ein vernünftiges Vorgehen. Wir als Partei, wir als Fraktion sind da klar und wir versuchen, glaube ich, alle gemeinsam auf der Straße nochmal Druck zu entwickeln, dass es so kommt, wie wir uns das, glaube ich, inhaltlich wünschen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Engstfeld. Und für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Höhne. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir mal eine etwas weitere Perspektive einnehmen auf das Thema TTIP, dann kommen wir zu der grundsätzlichen Frage, warum eigentlich Freihandel? Freihandel, und das hat ja unter anderem im Modell des komparativen Kostenvorteils schon der britische Ökonom Ricardo festgestellt, Anfang des 19. Jahrhunderts führt zu Wohlfahrtsgewinnen. Und um das etwas weniger technisch auszudrücken, von dem Wettbewerb, der zwischen Unternehmen besteht, von größeren Märkten, von der Spezialisierung, die damit einhergeht, davon sollen und können Verbraucher profitieren, nämlich mit einer größeren Produktauswahl, mit einer besseren Vielfalt, mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. Und um es noch ein Stückchen weiter runterzudrücken für die begeisterten Kunden der Deutschen Bahn AG hier in diesem Hause, wer glaubt denn, dass die vergangenen Service-Offensiven aus reiner Nächstenliebe gestartet wurden? Ich tue das nicht. Das liegt an Fernbus-Alternativen und an den Flug-Alternativen. Sie sehen, Wettbewerb ist dazu da, um den Verbrauchern zu dienen und muss so gesteuert werden. Von der Exportabhängigkeit Deutschlands, das ist eben schon angesprochen, Kernindustrie, Automobil in Deutschland, 400 Milliarden Euro Gesamtumsatz, 260 Milliarden davon mit dem Export. Zwei von drei Arbeitsplätzen in Deutschland in der Automobilindustrie hängen vom Export ab. Und das betrifft eben nicht nur München, Stuttgart oder Wolfsburg, das betrifft auch ganz, ganz viele kleine und mittlere Zulieferer in Nordrhein-Westfalen. Und wenn man das festgestellt hat, dann kann man zu der Frage kommen, treffen die positiven Aspekte auf TTIP zu? Und da kann man zum jetzigen Zeitpunkt, weil wir uns mitten in den Verhandlungen befinden, sagen, hoffentlich, aber die Verhandlungen laufen ja im Moment noch. Und anstatt jetzt hier Panikmache zu betreiben oder Vorfestlegungen abzuverlangen, müsste doch viel eher gelten, vorbehaltlos, engagiert zu verhandeln, um dann das Ergebnis zu bewerten. Weil auch ich ganz klar für die Freien Demokraten sage, TTIP ist für sich genommen kein Selbstzweck, es gibt aber viele Chancen dahinter. Und die Verantwortung übrigens dafür, dass da etwas Gescheites bei rumkommt, die liegt beim Bundeswirtschaftsminister, bei Herrn Gabriel. Und im Übrigen, um das auch noch mal deutlich zu machen, weil das ja immer wieder so angesprochen wird, ich habe es mir extra noch mal rausgesucht im Vorfeld zu dieser Debatte, die Leitlinien für die Verhandlungen seitens der Europäischen Union, weil das ja immer wieder angesprochen wird, dann würden Gemeinwohl, soziale Belange, Umweltbelange, all das würde dann abgesenkt werden und müsste abgesenkt werden in den Richtlinien, die sich die EU für die Verhandlungen selber gegeben hat, die Leitfaden sind für das, was die Verhandlungsführer für die EU machen, ist ganz klar festgelegt, dass das nicht passieren soll. Und wenn das schon in den Leitlinien so feststeht, ist das doch auch ein klares Signal dafür, was mit einem Verhandlungsergebnis passieren würde und auch müsste, wenn es nicht sichergestellt ist. Gibt es trotzdem berechtigte Kritik? Ich glaube vom Grundsatz her schon, insbesondere die Kommunikation seitens der EU-Kommission finde ich nicht in Ordnung. Gerade das Verhandlungsmandat hätte sehr viel früher offengelegt werden müssen. Aber, um das auch noch mal ganz deutlich zu sagen, das gefühlte Interesse an TTIP scheint ja deutlich höher zu sein als das echte Interesse. Seit November 2015 ist der Alternativvorschlag der EU zu den Schiedsgerichten zu dem kontroversen Thema, hier Themenkomplex bei TTIP, 14.000 Mal nur angeklickt worden. Die eigenen Vorschläge der EU zum Thema nachhaltige Entwicklung nur 5.000 Mal.
Da driften also auch Anspruch und Wirklichkeit deutlich auseinander. Und schaut man auf die jetzt geleakten Inhalte, dann finde ich es schon überraschend, wie schrill die Reaktion von manchen Akteuren war. Und da finde ich, hat sehr klug kommentiert Sabine Hackländer vom SWR-Hörfunkstudio in Brüssel. Sie hat nämlich mit Blick auf diese schrillen Reaktionen Nichtregierungsorganisationen in einem Kommentar eine unglaublich gute Beherrschung der Manipulation bescheinigt. Zitat: Denn zu behaupten, Europa sei dazu verdammt, auf die US-Positionen einzugehen, ist reine Unterstellung, nicht mehr und nicht weniger. Zitat Ende. Für die Exportnation Deutschland ist TTIP aber im Übrigen, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht nur ein rein ökonomisches, eine ökonomische Herausforderung oder Frage, sondern auch eine politische. Nämlich die Kernfrage: Wollen wir eigentlich auch in der Zukunft noch ökonomische, soziale, ökologische Standards mitbestimmen? Michael Sauger im Spiegel, Ausgabe 19, 2016, schreibt da, dass in den nächsten Jahren Handelsabkommen mit prägenden Regeln abgeschlossen würden. Und er stellt dann die berechtigte Frage, Zitat: Wessen Geist atmen Sie? Den aus Europa oder den aus Asien? Und ich meine, wir müssten mindestens den engagierten Versuch unternehmen, damit zu sprechen. Denn ich möchte, dass es die europäischen Standards sind, dass es der europäische Geist ist. Und Frau Hackländer schließt dann mit dem Appell in ihrem Kommentar übrigens: Hört endlich damit auf, uns für dumm zu verkaufen. Dem schließe ich mich gerne an. Vielen Dank, Herr Höhne. Sie haben vielleicht bemerkt, es gibt den Wunsch nach einer Kurzintervention, und zwar von Herrn Dr. Paul, der sich bitte einmal eindrücken müsste, damit ich ihm das Mikro freischalten kann. Mikro ist frei. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Verehrter Kollege Höhne, der Kern unseres Antrags zielte eigentlich auf den Vertrauensverlust und die Verhandlungsführung durch die EU ab. Dankenswerterweise haben der Kollege Tönz von Leitplanken für Freihandelsabkommen gesprochen und der Kollege Engsfeld hat noch mal deutlich auf die Differenz zwischen Risiko- und Vorsorgeprinzip hingewiesen. Sie haben selber den alten Ricardo erwähnt. Bei den Freihandelstheorien ist die generelle Kritik ja die, dass man eigentlich anfängt, ich bin nicht dagegen, das sage ich ausdrücklich, Nationalökonomien als Betriebswirtschaften zu behandeln, um Angleiche voranzuführen. Und ich sage mal, um dafür zu sorgen, dass eine amerikanische Mutter auf eine deutsche Schraube passt, brauche ich kein Freihandelsabkommen. Wie sollten Ihrer Meinung nach, oder was ist die Position, was ist Ihre Sichtweise auf diesen Vorwurf, Nationalökonomien werden wie Betriebswirtschaften behandelt? Wo bleibt da für die FDP, für die Freidemokratische Partei Deutschlands, das demokratische Selbstbestimmungsprinzip? Vielen Dank, Frau Präsidentin. Also, Herr Kollege Dr. Paul, Sie vermischen ja jetzt wieder den altbekannten Vorwurf, Demokratie würde ausgehebelt mit solchen Freihandelsabkommen. Alles ging in den Bach runter, es gäbe demnächst keinen Umweltschutz mehr in Europa, keinen Verbraucherschutz und die ganzen Errungenschaften gingen verloren. Dem stelle ich mich erstmal komplett entgegen. Das geben übrigens auch die Zwischenergebnisse so nicht her. Es gibt viele, viele kleine Beispiele, über die es lohnt zu verhandeln. Ich habe im letzten Jahr, das mal so als Praxisbeispiel, ein Unternehmen besucht bei mir im Kreis Coesfeld, Firma Jöst, die Rüttelmaschinen zum Weitertransport von entsprechenden Schüttgütern transportieren. Die haben eine Standardmaschine, Kostenpunkt ca. 5.000 Euro. Zulassungsgebühren für einen Einzelexport in die USA, entsprechend ähnlicher Preis, 5.000 bis 7.000 Euro. Verkaufte Maschinen trotz Interesse in die USA, null. Kleiner mittelständischer Betrieb mitten in Westfalen, mitten im Kreis Coesfeld, dem gemeinsame Standards, die Anerkennung eines Zulassungsverfahrens für eine solche Maschine helfen könnte, Arbeitsplätze zu sichern oder sogar auszubauen. Das hat dann in dem Moment überhaupt nichts mit der Aushebelung von Demokratie oder ähnlichen Dingen zu tun. Und jetzt sage ich Ihnen noch was. Wir haben ja aktuell, Herr Kollege Dr. Paul, werden ja verschiedenste Freihandelsabkommen im Moment noch ausgehandelt oder es laufen schon welche. Mehrere hundert Stück hat ja alleine Deutschland abgeschlossen. Gegen keines von denen haben Sie Kampagne gemacht. Und das ist übrigens dann so entlarvend, weil es Ihnen doch gar nicht um TTIP geht, weil es Ihnen doch auch gar nicht um Freihandel geht an dieser Stelle. Es geht um Anti-Amerikanismus, es geht um Globalisierungskritik und es geht um die Sehnsucht nach der guten, alten, überschaubaren Zeit. Und damit, das hat der Kollege Hovenjürgen eben schon angesprochen, Herr Kollege Schmalenbach, hören Sie gut zu. Sie sind damit zusammen Hand in Hand mit Piratenpartei, mit Linkspartei, mit AfD und mit Donald Trump. Und bei dieser unheiligen Allianz, dafür sind wir nicht zu haben.
Dank, Herr Kollege Höhne. Für die Landesregierung hat jetzt Herr Minister Dün das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist nicht das erste Mal, dass wir über dieses Thema hier auch in ähnlicher Aufgeregtheit diskutieren, über ähnliche Anträge der Fraktion der Piraten. Anderer Fraktionen haben wir hier im Landtag schon diskutiert und die Positionen ausführlich ausgetauscht. Und auch die Position der Landesregierung ist Ihnen dazu bekannt. Diese deckt sich ja auch mit der Auffassung der Bundesregierung. Handelsabkommen wie TTIP sind grundsätzlich eine sinnvolle Sache. Sie fördern den Außenhandel. Sie fördern ausländische Direktinvestitionen nicht nur hier, sondern wir haben gerade ein Beispiel gehört, eben auch riesiger Unternehmen in den jeweiligen Partnerländern. Und damit tragen sie bei zum Wirtschaftswachstum und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze. Auch und gerade für die NRW-Wirtschaft können Handelsabkommen sehr nützlich sein. NRW, wie wir an anderer Stelle schon intensiv diskutiert haben, ist ein sehr exportstarkes Land. Wir profitieren von der Globalisierung, die große Chancen für Handel und Investitionen bietet. Und das gerade auch für kleine und mittlere Unternehmen. Ohne die Rechtssicherheit, die internationale Handelsabkommen schaffen, gäbe es weniger Außenhandel. Handelsabkommen sind also eine unabdingbare Voraussetzung für den Welthandel. Ich betone aber auch erneut, dass die hohen Sozial-, Umwelt-, Gesundheits- und Verbraucherschutzstandards, die wir in der EU erstritten haben, über die wir auch manchmal streiten, dafür nicht geopfert werden dürfen. Auch, und das will ich besonders hervorheben, die Kommunen müssen weiterhin in der Lage sein, die kommunale Daseinsvorsorge nach ihren Vorstellungen zu gestalten, ebenso wie die Kultur- und Medienvielfalt bei uns gesichert bleiben muss und durch kein Handelsabkommen in irgendeiner Weise infrage gestellt werden darf. Das Verhandlungsmandat, auf dessen Basis die EU-Kommission mit den USA verhandelt, macht zu diesen Punkten auch sehr eindeutige und gute Vorgaben. Ich begrüße auch, dass es beim Investitionsschutz eine erfreuliche Entwicklung gibt, wenn man sich die Debatten der Vergangenheit noch einmal vor Augen führt. Nicht zuletzt auf Initiative des Bundeswirtschaftsministers wurde ein modernisierter Investitionsschutz in das mit Kanada bereits ausverhandelte CETA-Abkommen aufgenommen, und dieses schreibt das Right to Regulate fest und schiebt damit Klagen von Unternehmen gegen Gesetzesänderungen, die ihnen nicht passen, einen Riegel vor. Außerdem führt es Berufsrichter, Berufungsinstanz und mehr Transparenz und Öffentlichkeit ein. Die Europäische Kommission hat die mit Kanada vereinbarten neuen Regelungen zu einem modernisierten Investitionsschutz fast wortgleich als die EU-Position offiziell in die TTIP-Verhandlungen eingebracht. Und nachdem lange Zeit berechtigter Unmut über die Intransparenz der Verhandlungen bestand, hat die Europäische Kommission jetzt alle ihre Verhandlungspositionen ins Internet gestellt. Wenn es immer noch Anlass zu Klagen wegen fehlender Transparenz gibt, dann müssen diese sich gegen die US-Seite richten, die offenbar ein anderes Verständnis von Öffentlichkeitsbeteiligung hat, meine Damen und Herren. Die jetzt durch die Leaks an die Öffentlichkeit gelangten amerikanischen Textentwürfe halte ich, wie auch der Kollege Tönz ja zum Ausdruck gebracht hat, der vorher in dem Leseraum gewesen ist, wird weit weniger spektakulär, als es mancherorts dargestellt wird. Sie geben nur die ohnehin bekannten amerikanischen Positionen und Interessen wieder. Dass die Positionen der USA und der EU auf einigen Gebieten weit auseinanderliegen, das war von Anfang an bekannt. Das ist auch nun mal so bei Verhandlungen. Die unterschiedlichen Positionen werden auf den Tisch gelegt. Dann schaut man sich an, in welchen Bereichen man sich einigen kann. Wenn das gelingt, wenn beide Seiten genügend Vorteile für sich erkennen, dann schließt man ein Abkommen ab. Wenn nicht, beschränkt man sich eben auf die Themen, in denen eine Einigung möglich ist. Die jetzt an die Öffentlichkeit gelangten Verhandlungspositionen der USA sind kein Verhandlungsergebnis. Niemand kann der EU und ihren Mitgliedstaaten Verhandlungspositionen aufzwingen, die sie nicht mittragen können und nicht mittragen wollen, meine Damen und Herren. Ziel ist es, wie wir wissen, die Verhandlungen bis zum Ende des Jahres zum Abschluss zu bringen. Die Bundeskanzlerin, der amerikanische Präsident haben das noch einmal anlässlich ihres Zusammentreffens hier in Deutschland zum Ausdruck gebracht. Das halte ich, gelinde gesagt, mittlerweile für ausgesprochen ambitioniert. Aber es hängt insbesondere von der Verhandlungsführung dann auch der USA ab. Wir als Landesregierung bleiben bei unserer Linie. Die ist auch von
beispielsweise in Engsfeld noch einmal thematisiert worden. Wir als Landesregierung bleiben bei unserer Linie. Es gibt keinen Grund, aktuell die Verhandlungen abzubrechen. Wir warten die konkreten Ergebnisse der Verhandlungen ab. Wir werden diese gründlich auswerten und wir werden dann auf dieser soliden Grundlage eine gut begründete Position entwerfen. Und deswegen könnten wir uns dem Antrag der Piraten logischerweise nicht anschließen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Dün. Für die Piraten hat jetzt noch einmal Herr Dr. Paul das Wort. Vielen Dank, liebe Frau Präsidentin. Ich möchte mich bei Markus Tönz und Stefan Engsfeld für die sehr sachlichen Beiträge und auch die deutlichen Hinweise bedanken, trotz aller Kritik an unserem Antrag. Aber Herr Höhne, wenn Sie jetzt mit diesem Anti-Amerikanismus kommen, das spricht eigentlich für ein sehr eingeschränktes Amerika-Bild, was Sie da selber von sich gegeben haben. Denn es gibt auch ein Amerika des Joseph Stiglitz, der vor diesem Freihandelsabkommen auch warnt. Es gibt das Amerika eines Noam Chomsky, eines Philipp Mirowski, eines Philipp Petit. Und wenn Sie heute was über Marx lernen wollen, müssen Sie schon nach Harvard gehen. In Deutschland ist das nicht mehr möglich. Also ein Hoch auf Amerika. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass viele der regulatorischen Bedürfnisse im Zusammenspiel der Unternehmen und im Welthandel gar kein Freihandelsabkommen bedürfen. Und die anderen, und der Minister selber hat es gesagt, es ist ja nicht mehr von diesen völlig freien Schiedsgerichten die Rede, sondern man diskutiert ja mittlerweile auch Gerichtshöfe oder was auch immer, um die Entscheidungen über Streitfälle in nationalstaatliche Souveränität zurückzuverlegen. Aber allein die Tatsache des Versuchs, dass man außerstaatliche Regulierung angedacht hat, spricht doch für einen Scharia-Geist im Neoliberalismus. Das muss ich hier nochmal loswerden. Dankeschön, Herr Dr. Paul. Weitere Wortmeldungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liegen nicht vor. Das bleibt auch so. Dann schließe ich an dieser Stelle die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Die Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Wer also dem Antrag mit der Drucksachennummer 11-3x8 zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Piraten. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? SPD, Bündnis 90, die Grünen, die CDU und die FDP. Vielen Dank. Möchte sich jemand enthalten? Das ist nicht der Fall. Dann ist mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis der Antrag der Piraten abgelehnt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6, Antrag